Indra Jatra ist ein bedeutendes Festival in Kathmandu, das vor allem die Kultur, Religion und Traditionen der Stadt feiert. Es findet im September statt und zieht viele Menschen an. Das Festival ist von bunten Feierlichkeiten geprägt, die Freude, Musik und Tanz umfassen. Zahlreiche Musikgruppen spielen traditionelle nepalesische Instrumente, während die Menschen in lebhaften Trachten tanzen und feiern. Ein Höhepunkt des Festivals ist der Umzug der Kumari, die als lebende Göttin verehrt wird. Sie wird in einem prächtig verzierten Holzwagen durch die Straßen von Kathmandu gezogen und viele Menschen versammeln sich, um sie zu sehen und ihre Segnungen zu empfangen. Indra Jatra ist nicht nur eine religiöse Feier, sondern auch eine Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und die reiche Kultur Nepals zu zelebrieren. Die Atmosphäre ist lebhaft und fröhlich. Und der Klang von Musik und Lachen erfüllt die Luft, während die Menschen zusammenkommen, um die Traditionen ihrer Vorfahren zu ehren. Das Festival bringt nicht nur Freude, sondern unterstreicht auch die tiefe Verbundenheit der Menschen mit ihren Bräuchen und der spirituellen Welt. Die Kumari, das kleine Mädchen, das als lebende Göttin verehrt wird, ihr Auftritt ist für die Menschen von großer Bedeutung. Und obwohl sie als Göttin gilt, ist es schwer zu sagen, wie viel Spaß sie tatsächlich hat. Ich vermute mal, als Kumari mit so einer großen Verantwortung kann ich keine Gefühle zeigen. Ich könnte Menschen enttäuschen mit meiner Reaktion. Ich gebe als Göttin Segen, um das Leben der Menschen etwas zu vereinfachen. Ich gebe Glück, um das Leben der Menschen etwas zu erleichtern. Ich gebe Gesundheit, um den Lebensweg einfacher zu machen. Die Rolle der Kumari ist traditionsreich und voller Verantwortung. Und es kann sein, dass sie sich in der Öffentlichkeit nicht so frei fühlt, wie es die anderen Festteilnehmer tun. Alles nur meine Gedanken. Und am Ende, was soll ich sagen? Ich hatte eine großartige Zeit. Auch wenn ich nicht vorhatte zu trinken, war ich doch am Ende betrunken. Die herzliche Aufnahme und das Zusammensein mit den Menschen sind oft das, was solche Festivals wirklich besonders macht. Nepal ist tatsächlich ein faszinierendes Land. Die Menschen in Nepal sind allgemein freundlich und gastfreundlich, was das Reisen in diesem Land besonders angenehm macht. Die religiöse Vielfalt ist ein weiterer charakteristischer Aspekt Nepals, wo Buddhismus und Hinduismus weit verbreitet sind. Farbige traditionelle Kleidungsstücke und lebendige Feste sind Teil des kulturellen Erbes und Pilgerreisen zu den heiligen Städten ziehen zahlreiche Gläubige an. Ich hoffe, dieses Video bringt euch eine positive Einstellung zum Leben und zur Erkundung der Welt. Reisen kann wirklich eine bereichernde Erfahrung sein. Und viel Spaß beim Wiederentdecken des Lebens. Bleibt gesund. Wir sehen uns.